Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute zeige ich euch meine Lieblinge aus den letzten Wochen. Heute gibt es meine Monatsfavoriten und heute auch passend zum Start in den Dezember und zum morgigen Nikolaus gibt es auch eine Verlosung. Deshalb, falls ihr Bock habt auf dieses Video, bleibt sehr gerne dabei. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert mich super gerne. Das könnt ihr unten kostenlos tätigen. Aktiviert gerne die Glocke und gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Damit tut ihr mich nämlich ganz lieb unterstützt. Ja, meine Lieben, heute kommen meine Monatsfavoriten ein bisschen später als sonst. Ich bin ein bisschen im Verzug, was meine Videos angeht. Aber letzte Woche habe ich es einfach nicht geschafft, für euch Videos vorzubereiten. Aber ich bin ganz fleißig, habe schon Videos auch für die nächsten Tage vorbereitet. Bleibt unbedingt auf jeden Fall gespannt dabei. Aber im heutigen Video wollte ich euch gerne meine Lieblinge aus den letzten Wochen zeigen. Und passend zum morgigen Nikolaus, falls ihr dieses Video aktuell schauen solltet, gibt es auch eine Weihnachtsverlosung, meine Lieben. Ich habe euch ja auf Instagram schon mitgeteilt, da läuft ja schon bereits meine Verlosung. Falls ihr da mir noch nicht folgen solltet und gerne mitmachen möchtet, tut einfach gerne unten auf den Link klicken. Der ist unten in der Infobox, dann kommt ihr zu meinem Instagram-Account. Denn da packe ich jeden Tag ein Türchen für euch aus und am 24. lose ich dann aus. Und jemand von euch kann dann den gesamten Inhalt des Adventskalenders auf Instagram gewinnen. Und natürlich habe ich mir auch was für den hier für meinen YouTube-Kanal ausgedacht. Natürlich muss es auch hier zu Weihnachten eine richtig schöne Kleinigkeit geben. Und da habe ich eine vollgepackte Box. Wenn ihr den Inhalt sehen möchtet, bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Denn ich habe mich, habe mir richtig tolle Teile für euch ausgedacht und mit reingelegt, damit sich jemand freuen kann für die Weihnachtstage. Und damit das auch alles rechtzeitig vor Heiligabend noch ankommt, habe ich mir gedacht, lasse ich die Verlosung bis zum 20. Dezember laufen. Ich werde euch auch alle Verlosungsbedingungen unten in die Infobox packen. Dann könnt ihr gerne das auch nachlesen. Es ist nicht viel, was ihr dafür machen müsst. Ihr müsst nur Abonnent meines Kanals sein, mindestens 18 Jahre alt sein und bitte wohnhaft in Deutschland sein, wegen dem Versand, weil das einfach ein bisschen zügiger geht. Und dann noch einen kleinen, einfach nur als Hashtag zu eurem Kommentar, den ihr hinterlasst, einfach Weihnachten dahinter setzen, dann seid ihr auch schon im Lostopf. Und wie gesagt, ich lose das Ganze dann aus am 20. Dezember und damit dann jemand sich noch vor Weihnachten über das Päckchen freuen kann, meine Lieben. Die Inhalte, wie gesagt, zeige ich euch gleich. Ich möchte jetzt erstmal direkt starten mit meinen Monatsfavoriten, denn es sind, ich würde sagen, schon ein paar dabei. Es ist nicht so viel wie in den letzten Monaten, weil ich im Moment schon eher so die gleichen Produkte immer benutze. Es sind noch ein paar Sachen dabei, die neu sind. Es sind ein paar Sachen dabei, die ich schon länger habe. Ich würde da ganz gerne wieder klassisch anfangen mit dem Bereich Pflege und ich würde da gerne mit Haarpflege beginnen. Denn da habe ich aktuell ein neues Shampoo, was ich eigentlich ganz gut finde. Jetzt habe ich heute meine Haare nicht frisch gewaschen. Ich wasche die ja nicht jeden Tag. Trotzdem finde ich diese beiden, diese beiden Produkte von Glisco aktuell super gut. Die machen ein richtig schönes, weiches, geschmeidiges Haar. Das ist von Glisco die Hair Repair Reihe Liquid Silk. Einmal das Glanzshampoo und einmal die Glanzspülung für sehr weiches und seidiges Haar. Es macht wirklich so ein richtig schön, wenn ihr das frisch gewaschen habt, eure Haare. Das macht so eine richtig schöne, glatte Haarstruktur. Muss ich sagen, benutze ich aktuell super gerne. Ich wasche nicht so häufig meine Haare, maximal zweimal die Woche, weil die sonst so austrocknen. Und finde ich sehr gut. Hier steht auch drauf, Ceramid und Seide ist mit drin für sprödes und glanzloses Haar. Auf jeden Fall ist das so, was meine Haarpflege angeht, mit meinem Favorit aktuell. Was ich auch richtig cool finde, was ich auch im letzten DM-Haul gezeigt habe, ist dieses Trockenshampoo. Ist eine Limited Edition. Und falls ihr es noch nicht ergattert habt, schaut auf jeden Fall. Es ist nämlich das Winter Breeze Trockenshampoo mit süßem Duft nach Schneeglöckchen. Ja, das finde ich, es riecht so ein bisschen blumig, aber auch so ein bisschen puderig. Wie bei allen Balea Trockenshampoos müsst ihr auf den Abstand achten. Also ich versuche ja sowieso nicht zu viel zu benutzen, aber an manchen Tagen komme ich einfach nicht drum herum, wenn ich nicht waschen möchte, das zu benutzen. Ich mache da immer ziemlich viel Abstand und gebe mir das dann auf, tue das ein bisschen in die Haare einmassieren. Macht ein richtig schönes, frisches Gefühl und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich werde mir davon vielleicht noch ein Backup besorgen. Falls ich es in den DM in den nächsten Wochen schaffe, kann ich auf jeden Fall euch empfehlen. Ist auf jeden Fall ein Monatsfavorit. Das Balea Trockenshampoo Winter Breeze ist wohl eine Limited Edition. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange es das in der Drogerie zu kaufen gibt. Dann, meine Lieben, aufgrund, ich muss wirklich, was meine Haare angeht, wirklich ordentlich pflegen. Ich habe aktuell durch die ganzen Medikamente und so, die ich genommen hatte, sehr starken Haarausfall bekommen und versuche nicht zu viel zu machen, aber danach so, dass meine Haare gepflegt sind. Was ich super gerne aktuell auch benutze, ist das Gloss Serum von der Marke Organic Color System, heißt es. Es ist ein Arganöl. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht online bekommt. Das hatte ich mir vor 2 Jahren in der Türkei beim Friseur gekauft. Finde ich sehr, sehr gut.
Steht auch drauf für wirklich jede Haartypen gedacht. Repair, Protect und Shine. Also es macht ein richtig schönes shiny Haargefühl und ich finde auch, dass es meine Spitzen richtig schön nährt, kann ich auf jeden Fall sagen. Klar, sie sind halt trocken, weil sie auch gefärbt sind und auch immer geföhnt werden, aber ich finde wirklich Haaröl ist super wichtig und das ist so eins meiner Liebsten. Benutze ich aktuell jetzt gerade im Winter vor allen Dingen super gerne. Dann habe ich ein Produkt aus dem Bereich Baden, was ich euch auch empfehlen kann. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem günstigen Badezusatz, wenn ihr sagt, ja, diese ganzen Badetütchen, Badebomben, das ist mir zu teuer, dann kann ich euch das von Isana sehr gut empfehlen. Das ist das Gute Nacht Bad Traumzeit mit Lavendelduft und Vanilleextrakt. Ich muss sagen, ich finde, dass das richtig schön schäumt. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal benutzt. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, kostet nur 1,29 Euro, glaube ich. Also wirklich auch relativ preisgünstig. Und ich muss sagen, was den Duft angeht, ich finde, der Lavendel kommt gut durch, aber ich finde nicht, dass man die Vanille riecht. Ich finde, in der Drogerie riechen wirklich die ganzen Bade- und Duschprodukte sehr ähnlich alle. Ja, ich finde, dass es ein bisschen blumig kriegt. Der Lavendel kommt auf jeden Fall durch. Vanillig finde ich es jetzt nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall ein super Badezusatz. Vor allen Dingen, ja, was das Budget angeht, ist das vom Preis her, finde ich, auch ein sehr, sehr ergiebiges Produkt. Ist, glaube ich, ein, ja, 750 ml und kostet nicht mal 2 €, ihr Lieben. Also, falls ihr da auf der Suche seid, jetzt gerade zur Badezeit, weil es so die kalte Jahreszeit ist, kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich noch zwei Produkte aus dem Bereich der Gesichtspflege, was die Körperpflege angeht, ich habe so viele Bodylotions gerade im Einsatz. Da habe ich jetzt keinen unbedingten Favoriten. Da habe ich so meine Produkte, die ich immer gerne benutze. Der wird es auf jeden Fall bei meinen Jahresfavoriten dann zum Anfang des neuen Jahres, werde ich euch meine liebsten Pflegeprodukte, was den Bereich angeht, zeigen. Da habe ich jetzt ja nichts, was ich die letzten Wochen super, super häufig benutzt habe, sondern ich mische das ja generell. Ich habe allerdings zwei Produkte, die ich aktuell in meiner Pflegeroutine mit dazu genommen habe. Ihr wisst das ja, dass ich die Produkte von Yupoda super gerne benutze. Ich habe aktuell keinen Rabattcode von denen, weil ich gerade ein bisschen pausiere. Da ja, habe ich aber aktuell immer noch meine Pflegeroutine mit und ich bin auch super zufrieden. Allerdings habe ich halt wirklich gemerkt, in der Zeit, wo ich so richtig krank war, da habe ich so krasse Unreinheiten bekommen. Ich vermute mal durch die ganzen ja, Medikamente und auch durch den Stress wahrscheinlich. Ich weiß das ja, dass ich in der Partie immer so Ausreißer habe und auch in der Stirn manchmal kriege, auch in der Kinnpartie, gerade wenn meine Erdbeerwoche da ist. Und was ich da jetzt wieder ab und zu benutze, ich benutze es nicht täglich. Ich weiß, dass viele von euch die Produkte von No super gerne mögen. Das ist ja auch eine Marke, die ihr beim DM bekommt. Mittlerweile glaube ich sogar beim Rossmann. Und das ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich euch, wenn ihr so kleine Unterlagerungen habt, sehr empfehlen kann. Wenn ihr eine etwas gründliche Reinigung möchtet, als jetzt nur einfach nur ein Reinigungsgel. Das ist von No Makeup das AHA und PAA Peeling Cleansing. Das ist ein leicht schaumendes chemisches Peeling für sanfte Reinigung und Hauterneuerung. Genau, ist mit Phytoinulin, Panthenol und Aloe Vera. Kann man täglich benutzen. Ich benutze, wie gesagt, nur so alle 2 Tage, gerade wenn ich halt merke, dass das Ausreißer hat. Und ich benutze es auch nur abends, muss ich direkt dazu sagen. Also ich benutze das nicht morgens noch. Finde ich ganz gut. Schäumt auch richtig ordentlich und ich finde, dass meine Haut sich danach richtig so quietschtrocken nicht, aber quietschesauber anfühlt. Trocken finde ich nicht, dass es austrocknet, aber ich habe auch keine Probleme mit trockener Haut, bis auf die Partien hier, die werden wirklich trocken. Ansonsten meine Stirn und meine Kinnpartie, seht ihr schon, ich öle wieder nach. Ziemlich relativ, ja, ich würde mal sagen, talgproduktiv. Was ich auch noch sehr gerne aktuell benutze, ich habe super viele Produkte vom Body Shop, was ich echt sehr, sehr wenig nutze aktuell. Ich habe mir jetzt mal wieder vorgenommen, ein paar der Produkte wieder mehr zu benutzen. Und was ich super gerne mag, ist, ich mag halt gerade aktuell auch Tuchmasken super gerne. Aber was ich halt sehr gerne mag, so nach dem Baden, wenn die Haut so richtig schön, ich sag jetzt einfach mal, gereinigt ist und so richtig schön sauber ist, mag ich das super gerne, mir eine frische Maske aufzugeben. Das ist die The Body Shop British Rose Fresh Plumping Mask. Das Coole ist bei der Maske, das ist so ein bisschen. Sieht sehr ulkig aus, wundert euch nicht. So ein bisschen wie Gelee. Ihr könnt auch im Deckel sehen, wie das aussieht. Das sind wirklich wie so kleine Rosenstückchen drinne. Die riecht auch richtig toll nach Rose, aber nach frischer Rose. Nicht so wie Oma Rose, sondern wirklich nach frischer Rose. Und ich mag Rose wirklich, wenn sie halt so eine Duftnote hat, die nicht so, ja, ich würde mal sagen, wie alte Frau riecht. Aber das riecht wirklich richtig toll. Benutze ich momentan sehr gerne und ihr seht das sehr sparsam auch. Ihr braucht dafür nicht viel.
Und das zieht auch nicht ein, sondern ja, man merkt halt, dass nach einer gewissen Zeit immer noch so ein leichter Film ist. Das kann man dann mit einem Tuch zum Beispiel abnehmen. Mag ich mega gerne im Moment benutzen. The Body Shop British Roast Flash Plumping Mask. Finde ich richtig toll. Benutze ich aktuell super gerne, ihr Lieben. Das ist das, was ich euch im Bereich Pflege zeigen wollte. Ich würde auch direkt jetzt weitermachen mit Parfums und danach natürlich noch Make-up-Produkten. Was Parfums angeht, ich habe schon für euch mein Parfüm-Favoriten-Video abgedreht. Das wird auch in den nächsten Tagen kommen. Ich muss gucken, wie ich es im Vorlauf schaffe, denn es ist auf jeden Fall auch noch ein Shein-Haul in den nächsten Tagen, der online kommen wird, und auch ein Shein-Make-up-Video von der Marke SheGlam. Ich habe euch meine Winterfavoriten abgedreht, meine liebsten Winterparfüms, aber ich habe auch heute zwei Parfüms, die ich gerne mit in dieses Favoriten-Video nehmen wollte. Und zwar sind das Parfums, die ich schon ein bisschen länger habe. Es ist jetzt kein neues Parfüm. Ich kaufe ja relativ viel Parfüm, wie ihr wisst. Das sind, glaube ich, beides Klassiker, vor allen Dingen dieses Parfüm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das nur im Winter tragen. Ich mag es im Sommer überhaupt nicht. Und zwar, das ist jetzt so ein Sonderflakon gewesen. Das ist nämlich von Lancôme La Vie Belle. Viele werden den Duft kennen. Das ist ein Klassiker durch und durch seit vielen Jahren. Das riecht man durch den Flakon durch. Ich finde den Duft sehr, sehr schön. Allerdings kann ich den wirklich nur im Winter tragen. Im Sommer ist er mir einfach zu schwer. Und ich trage davon auch nicht viel auf. Manchmal rieche ich wirklich Frauen in Geschäften oder so, die sich damit so richtig eingesprüht haben. Das kann ich gar nicht leiden bei dem Duft, weil ich finde, es ist wirklich ein schwerer, weiblicher, süßer Duft. Ich liebe ihn aktuell, mag ich super gerne benutzen. Ich nehme immer nur ein, zwei und einmal hinten. Ich sprühe das wirklich nur dreimal auf und dann rieche ich mich den ganzen Tag. Ist wirklich ein tolles Parfum, ist ein Klassiker. Kann man nichts mit falsch machen, wenn ihr einen gut, ja, so einen weiblichen, blumigen, schweren, süßen Winterduft sucht, kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich werde, wie gesagt, alle anderen Düfte, die ich sonst noch so gerne benutze, zeige ich euch in dem Parfümvideo. Diesen Duft möchte ich gerade aufbrauchen und deshalb kommt er auch in meine Favoriten, weil ich ihn aktuell auch sehr gerne benutze. Und zwar ist das von der Marke Lancôme auch, ja, mal wieder Tresor. Allerdings nicht der normale Tresor-Duft, denn der heißt La Nue und ich glaube, er heißt Dentelle de Rose. Genau, ihr seht das auch, der Flakon ist ein bisschen anders, wie ihr seht. Der hat so, ja, wie so ein Spitzenmuster drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, die normalen Tresor-Duft mag ich gar nicht. Der La Nue ist auch, also der riecht wirklich auch richtig toll. Diesen Duft hatte ich mal in einer Beauty-Box, in der Blogger-Box, und am Anfang mochte ich den gar nicht so gerne tragen. Ist auch ein sehr schwerer Duft. Ich finde, der ist auch wirklich nur was für den Winter oder halt, wenn ihr den im Frühling oder so tragt, dann echt nur so in den Abendstunden. Der riecht wirklich, ich finde, sehr stark auch nach Rose, aber so nach eleganter Rose. Ihr müsst einfach mal dran schnuppern. Ich finde, dass er wirklich sehr, sehr ja, weiblich riecht. Er riecht auch, finde ich, so ein bisschen, ja, so ein bisschen anziehend. Also ich mag den Duft super gerne aktuell tragen. Ist aber ein Duft, den ich nicht so, also den würde ich jetzt nicht ins Büro unbedingt tragen. Ist eher so, wenn ich unterwegs bin oder ja, so vor Abends, ist ein toller Winterduft. Tresor La Nue Dentelle de Rose. Müsst ihr einfach mal dran schnuppern. Ein toller, weiblicher, schwerer Frauenduft mit einer ganz, ja, wirklich intensiven Rosennote. Wenn ihr nicht unbedingt auf diese vanilligen Düfte steht, dann wird euch der gefallen. Ich weiß, dass ganz viele auch diese vanilligen Winterdüfte nämlich nicht mögen, was eher so mein Favorite ist. Aber der Duft, der riecht halt wirklich fast gar nicht nach Vanille, sondern hat einfach andere schwere Noten mit drin. Ich bin sehr schwer im Erklären und ich kann mir das auch mit Herznote und Kopfnote nicht merken. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, guckt einfach mal im Internet, gebt einfach das mal ein, und wenn ihr zum Beispiel zu Müller oder zur Drogerie kommt, da könnt ihr den auch ergattern und einfach mal dran schnuppern. Das wollte ich euch auf jeden Fall heute mal als Empfehlung auch zeigen. Wie gesagt, alle anderen Düfte gibt es dann im Parfümvideo. Was ich jetzt gerne euch als nächstes zeigen möchte, ist auch die letzte Kategorie. Das sind meine, ja, Beauty-Lieblinge, was das Make-up angeht aus den letzten Wochen. Und da habe ich ein paar zu meinem, den Lippenstift, den ich gerade trage. Der ist auch super schön für den Herbst. Ich habe ihn jetzt schon so ein bisschen abgenutzt, kann ich euch sagen. Das ist eine wunderschöne Farbe von der Marke Sleek. Sleek habe ich jetzt gesehen, gibt es auch leider gar nicht mehr bei uns in Müller. Ich finde, dass Sleek wirklich eine Marke ist, die total untergeht. Denn ich finde, dass sie für das Preisniveau wirklich tolle Produkte haben. Wie gesagt, das gab es mal, die hatten mal Regale beim Müller. Die sind jetzt aber auch aus dem Sortiment, habe ich letztens gesehen. Bekommt ihr aber auf jeden Fall online noch. Und zwar habe ich auf den Lippen, und das ist auch wirklich mein Favorit jetzt für die Wintertage, das ist der Lippenstift in der Farbe No Diggity. Ah, gibt es ja auch ein Lied zu. Das ist ein wundervoller, ja, wie soll ich euch sagen, Kirsche-Pflaume-Ton.
passt natürlich auch super zu meinem Jackett und auch zu meinen Nägeln, wie ihr seht. Ist ein wundervoller Ton für den Winter, für den Herbst, aber auch vielleicht für Weihnachten, wenn ihr was Dunkles tragt, finde ich den super, super edel. Ein wunderschöner Lippenstift und ihr könnt das schon erkennen, der ist richtig cremig. Das ist kein matter Lippenstift. Ich gucke mal, ob hier irgendwas mit draufsteht. Einfach nur Lippenstift. Kann ich jetzt nicht zu dem Produkt selber sagen. Genau. Jetzt habe ich euch Neudigity gesagt. Genau. Und Say It Loud. Das sind hier die Satin Lipsticks aus der Say It Loud Reihe. Und das ist der Lippenstift Neudigity. Kann ich euch sehr empfehlen. Wunderschöner Farbton. Ist auf jeden Fall ein Liebling von mir, den ich aktuell super gerne trage. Ansonsten trage ich, was Lippen angeht, super gerne pflegende Produkte. Ich habe so trockene Lippen aktuell. Ich glaube, das liegt auch einfach an der kalten Winterluft. Ist ja natürlich klar. Da habe ich auch aktuell zwei super schöne Lieblinge. Einmal ein Produkt, was ich auch schon relativ lange habe, aber was für mich eins der besten Lippenprodukte ist, ist ein relativ teures Produkt. Das muss ich direkt dazu sagen. Das ist nämlich von Elizabeth Arden, das 8-Hour Cream Nourishing Lip Balm. Also das ist ein Lippenbalm, der 8 Stunden halten soll. Tut er bei mir nicht. Aber ich rede ja auch viel und esse und trinke dazwischen. Genau, ist ein Lippenbalsam, der auch SPF 20 enthält. Und der kommt in so einer, mit so einer Spitze. Könnt ihr ganz gut erkennen. Ein super cremiger, ein super reichhaltiger Lippenbalsam. Der ist ein bisschen gelblich. Gucken, ob ich das rausgedrückt kriege. Ja, ihr könnt es, glaube ich, ganz gut erkennen. Ist ein bisschen gelblich. Könnt ihr auch zum Beispiel on top über einen Lippenstift geben. Mag ich total gerne. Der war auch mal in der Bloggerbox mit dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, was der so kostet. Ich denke mal, dass der nicht ganz günstig ist. Aber ist auf jeden Fall für die Wintertage vor allen Dingen ein tolles, tolles Lippenprodukt. Und welches Lippenprodukt ich auch aktuell sehr gerne benutze, was ich auch schon fast aufgebraucht habe, aber auch schon nachgekauft habe in meinem letzten Dior-Set, was ich euch in meinem Beauty-Haul gezeigt habe, ist von Dior der Lip Glow Color Reviver Balm in der Farbe 001 Pink. Ich finde, es ist ein tolles Produkt, wenn ihr keinen Lippenstift tragen möchtet, aber trotzdem so ein bisschen pflegende Lippen haben möchtet. So einen ganz leichten Hauch von rosanen Lippen kann ich euch den sehr empfehlen. Ihr seht, den habt ihr schon gut benutzt. Und der riecht so ein bisschen minzig. Das muss man natürlich mögen, aber der ist super cremig. Guck mal, ob ich euch den mal so ein bisschen zeigen kann. Ja, der ist fast farblos, wie ihr seht, aber der macht so ein richtig schönes, cremiges Lippengefühl und ja, mag ich auch aktuell sehr, sehr gern tragen, aufgrund der kalten natürlich Temperaturen und ja, ist auf jeden Fall auch ein kleiner Liebling aus den letzten Wochen. Dann habe ich noch ein paar Produkte aus dem Bereich Augen und Face. Was die Augen angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht so viele Lieblinge. Ich gucke mal eben, was ich hier aufgebaut habe. Einmal ein Produkt, was ich euch immer wieder auch morgens, wenn ich euch meine Lieblingspaletten oder meine Paletten, die ich an dem Tag trage, zeige. Auf Instagram zeige ich euch immer so die Palette des Tages und welche ich da wirklich immer noch super gerne mag, die ich von der lieben Alex abgekauft hatte. Sie mochte die gar nicht und ich fand die super. Das ist von Catrice die X Jenny Palette. Eine Limited Edition. Ich trage die super gerne. Denn das ist eine ganz klassische Boobs-Palette mit ein bisschen, finde ich auch auf jeden Fall Buben. Das ist nämlich dieser Ton, den ich kaum trage. Ich trage meistens den und den in der Kombination. Das ist so mein Alltagslook. Ich sehe das auch heute, wobei heute habe ich ein bisschen Glitzer auch drauf. Aber ich mag einfach diese Brauntöne und das nehme ich meistens für den Inner Corner. Manchmal tippe ich mir noch ein bisschen davon auf die Mitte des Auges. Eine wundervolle Catrice-Palette. Ja, ein bisschen vom Design auch anders als die anderen. Mag ich super gerne benutzen. Ich habe sie schon länger und sie wird auch so ein Liebling für immer bleiben. Welche Palette ich auch aktuell super gerne benutze, das habe ich euch vergessen in meinem letzten Beauty Haul zu zeigen. Ich habe von der lieben, jetzt komme ich auf den Namen nicht, auf jeden Fall Sandra, glaube ich, genau. Auf jeden Fall gibt es ja immer mal wieder auch Mädels, die wirklich, Simone, wie komme ich auf Sandra? Die liebe Simone, falls du mein Video schaust, sei ganz lieb gegrüßt. Sie sortiert nämlich immer wieder Beauty-Produkte aus, die sie dann in den Verkauf stellt. Also es sind quasi Secondhand-Make-up-Produkte, aber die Produkte sind immer so wenig benutzt, deswegen bin ich da immer ganz gern dabei und shoppe mal gerne was von ihrem Insta-Account. Müsste Simi Sales, glaube ich, heißen. Ich versuche mal euch ihren Account unten in die Infobox zu packen. Dann könnt ihr gerne mal bei ihr schauen. Sie macht da auch immer super Preise. Muss ich wirklich sagen, ganz faire Preise, super Produkte. Und da hatte ich bei ihr vor ein paar Wochen von Huda Beauty die Chocolate Brown Palette gekauft. Super schöne Palette. Ich liebe die Huda Paletten in diesem kleinen Format, muss ich einfach so sagen. Ich finde die Qualität gut, ich finde die für den Alltag super, wenn die hat man ganz schnell zur Hand und ich finde, dass die auch wirklich was können. Wundervolle Palette. Ich bin halt wirklich, meine Wohlfühl, meine Comfortzone ist einfach
Brauntöne und da ist sie halt perfekt. Finde ich richtig schön, trage ich im Moment unheimlich gerne. Und was ich noch bei ihr auf dem Account ergattert hatte, war dieser wundervolle Highlighter. Und ich glaube, ich brauche davon noch den anderen, der so ein bisschen rosé-stichig ist. Von der Marke Rare Beauty, der Accelerate Highlighter. Das ist so ein schöner Highlighter. Ich habe mir die damals nicht gekauft, weil ich die Verpackung ein bisschen klobig fand. Aber ich habe den noch heute drauf, ihr Lieben. Ihr seht das, glaube ich, ganz gut. Ein wundervoller Highlighter, der allerdings sehr golden ist. Man muss das mögen. Ich versuche euch den mal zu swatchen. Der ist so seidig. Der hat keinen Glitzer. Der hat wirklich nur puren Schimmer. Ihr könnt ihn erkennen. Ein wundervoller, güldener Highlighter. Da gibt es wirklich, glaube ich, noch drei andere Nuancen von. Deswegen auf meinem Wunschzettel steht auf jeden Fall noch dieser roséfarbene. Ein wundervoller Highlighter. Ich bin sehr froh, dass ich den bei der lieben Simone ergattern konnte. Von der Marke Rare Beauty. Ein wundervolles Highlighting-Produkt. Ich kaufe sehr wenig Highlighter im Moment, aber den habe ich wirklich sehr gern ergattert. Und was ich auch sehr gerne benutze, ich habe den zwar heute ein bisschen gemischt, wen ich auch super gerne mag, ist aus dieser River Loves Me L.E. von der Unforgettable L.E. das Rouge. Wundervoller Blush, muss ich ehrlich so sagen. Ich versuche euch den auch mal zu swatchen. Der ist relativ, ja, pink, würde ich sagen. So ein bisschen pink, bisschen peachy, je nachdem, was für einen Hautton ihr habt, glaube ich. Ihr seht das aber, mir wirkt das schon relativ pink. Ich habe ihn zwar getoppt mit einem anderen Blush, aber ich finde den auch mega schön aktuell. Trage ich, weil das macht so ein richtig frisches Hautbild, finde ich. Man sieht so richtig gesund damit aus. Deswegen, den trage ich aktuell auch super, super gerne, meine Lieben. Das waren meine Monatsfavoriten. Jetzt habe ich so viel wieder gequatscht. Ich sehe gerade schon, wir haben über 20 Minuten schon hinter uns. Ich komme jetzt zur Verlosung. Wie gesagt, alles, was ihr dafür tun müsst, die ganzen Anforderungen packe ich unten in die Infobox. Ist nicht viel. Und das Wichtigste ist, dass ihr mir folgt, dass ihr meinen Kanal unterstützt und ich möchte deshalb euch einfach ein klein bisschen wiedergeben. Deswegen verlose ich super gerne Sachen an euch, auch wenn die letzte Verlosung im Sommer war. Muss ich sagen, habe ich mich sehr gefreut, dass ich euch wieder was verlosen kann. Ich habe diese Verpackung gefunden, dieses Kästchen. Ich habe es im Teddy gekauft. Ich kann euch sogar noch den Preis sagen. 1,55. Fand ich so, so süß mit diesem Ho-Ho-Ho, diesem kleinen Wichtel. Das ist ein bisschen 3D-Effekt mit drin. Und jetzt zeige ich euch natürlich auch, was drin ist. Ich habe überlegt, ob ich das als Mystery Box lasse, aber ich zeige es euch, weil ich weiß, ihr wollt wissen, was ihr gewinnen könnt. Zum einen habe ich mit reingelegt, ihr Lieben, eine wundervolle Santa Claus Maske, einmal diese hier. Das ist das erste Produkt, was ihr mit dabei bekommt. Dann habe ich auch ein bisschen Tee mit reingelegt. Dann natürlich auch ein bisschen was zum Schnuckern, eine Zuckerstange zum Beispiel und natürlich auch ein paar Beauty-Produkte. Zum einen habe ich auch noch, sehe ich gerade, das muss man eben gucken, noch eine wundervoll riechende Kerze. Die riecht so toll. Das ist ein Duftteelicht, was so nach Brombeere riecht. Ich habe gedacht, so ein bisschen was fürs Gemüt natürlich auch. Dann ist mit dabei ein matter Lipstick. Also ein Creme-Lipstick in einer wundervollen Farbe, so ein bisschen Gingerbread-mäßig, geht so ein bisschen ins rötliche Braun. Das ist eine wundervolle Farbe, vor allen Dingen, wenn ihr jetzt zum Beispiel dunkles Augen-Make-up tragen solltet, kann ich euch den wirklich sehr empfehlen. Es ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Dann ist mit dabei ein Nagellack von Avon aus der Soul Energy-Reihe und der ist perfekt für die Feiertage, Lieben. Der ist nämlich in einem wundervollen Rotton mit Glitzer drin. Das ist ein richtig schöner Ton. Ihr seht ihr den auch. So richtig schön mit Glitter drin. Ja, perfekt für die Feiertage auch. Dann kriegt ihr dabei natürlich auch noch ein bisschen mehr im Bereich Make-up. Das darf natürlich nicht fehlen, ihr Lieben. Und da habe ich mich dazu entschieden, euch die MAC Stack Mascara zu verlosen. Ihr wisst, die hat allein einen Warenwert von über 20 Euro. Ich glaube, fast 30 Euro kostet diese Mascara. Die ist einmal mit in der Box drin und eine wundervolle Palette. Die habe ich auch selber. Die hat wundervolle Farben von der Marke Sleek. Ihr seht hier oben die Nuancen. Eine Palette mit wundervollen Schimmertönen. Die ist auch mit in dieser wundervollen kleinen Weihnachtsbox drin, die ihr gewinnen könnt. Wie gesagt, macht alle super gerne mit. Da freue ich mich drüber, wenn ich euch eine Freude machen kann. Das wisst ihr ja. Und macht auf jeden Fall gerne mit unter diesem Video. Die Verlosung läuft, wie gesagt, bis zum 20. Dezember. Dann werde ich auslosen, damit die Gewinnerin
das Kästchen auch, dieses wundervolle kleine Päckchen auch noch vor Weihnachten unter ihrem Weihnachtsbaum hat. Ihr Lieben, das war mein Monatsfavoritvideo mit der Verlosung für euch. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne mal einen Daumen nach oben da lassen oder auch mal unten in die Kommentare schreiben, welches eure liebsten Produkte aus den letzten Wochen waren. Das würde mich natürlich auch interessieren. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen. Wie gesagt, entweder wird es ein Schönhaul oder ein Schminkvideo oder aber auch das Parfümvideo. Ich muss mal selber schauen, wie ich das Ganze so organisiere, ihr Lieben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut!